Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom of Amalur. Jawohl, wir werden jetzt ein bisschen unser Haus einrichten und dann werden wir ein paar Quests abgeben. Aber vorher richten wir unser Haus ein. Und zwar bei dem hier, beim Schmied. Ne, das ist ein verlassenes Haus. Wo ist denn der Schmied? Hier ist der Schmied. Plops, da werden wir jetzt mal ein bisschen Gold abgeben. Es war auch so schon schwer genug, den Gasthof meinen. Ja, lasst es uns also kurz machen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, ja, oder noch? Verbesserung. Nun ja, ein Labortisch wäre sicherlich hilfreich. Für ein wenig Gold könnte ich einen entsprechenden Raum anlegen. 400 Gold, das ist nichts. Der Labortisch dürfte euch in dieser Gegend ausgesprochen nützlich sein. Hausverbesserung. Die Erweiterung des Erdgeschosses ist an ihre Grenzen gestoßen. Für ein wenig Gold könnte ich allerdings noch einen Dachboden hinzufügen. Ja, also her damit. Wartet nur ab, bis ihr den Dachboden seht. Ihr werdet überwältigt sein. Das hoffe ich doch. Noch mehr, ich will mein Geld ausgeben. Wir müssen zwar auf das Flussbett achten, aber für ein wenig Gold könnte ich noch einen Keller anlegen. Also gut. Ich werde den Keller anlegen und auch für einige Pflanzen und Reagenzien sorgen. Ihr werdet es lieben. Kann ich da mein Zeug lagern? Oh mein Gott, Leute, wir werden gleich richtig viel Spaß haben. Wenn ihr weiteren Lagerraum benötigt, kann ich euch für ein wenig euren Keller erweitern. Komm, seid hau her. Vorsichtig, wenn ihr reingeht. Irgendwie ist während des letzten Ausbaus eine Spinne hineingekommen. Okay. Gebt auf euch acht. Wir gucken uns das jetzt mal ganz kurz an, okay? Bevor wir jetzt weiter unser Geld ausgeben. Oh, das ist ja nice. Oh, das gefällt mir ja. So. Alter. Was bist du? Waffenständer! Okay. Können wir looten. Hier haben wir unseren Tisch. Das ist das Lager. Wie viel Platz hast du? Da können wir aber immer noch nur das Zeugs drin lagern. Da haben wir jetzt unsere Essnische. Bücherregal. Ein Liederbuch. Nehmen wir mit. Das lagern wir dann wieder. Was haben wir oben? Oben haben wir jetzt ein Bett. Das können wir jetzt auch nutzen. Was ist das? Natürlich looten wir hier die ganzen Sachen raus. Was können wir hier eigentlich? Achso, hier können wir einfach nur schlafen. Okay. So, und dann gehen wir mal kurz in den Keller. Okay, was können wir hier? Hier können wir ab und zu auf jeden Fall mal ein paar Blümchen ernten. Das gefällt mir. Hier ist eine Spinne reingekommen. Wie das denn? Oder wo? Okay. Aber ich kann immer noch keine Kräuter lagern. Egal, wir bauen das Haus richtig aus. Wir werden da jetzt... wie viel Gold haben wir? Ah, komm. Scheiß drauf. Raus damit. Das Geld muss raus. Wir wollen eine richtige... Es war auch so schon. Ja. Lasst es uns also kurz machen. Ich kann euch den Keller noch ein letztes Mal erweitern, um euch mehr Platz für die Pflanzen dort unten zu verschaffen. Es kostet allerdings ein wenig Gold. Natürlich. Das wird der letzte Ausbau sein, den ich für euch durchführen kann. Ich hoffe, ihr seid mit meiner Arbeit zufrieden. Okay. Reparieren wir was? Nein, reparieren wir nicht. Tschüss. Bleibt wachsam. Natürlich. Gegenstände. Reparaturkit. Ach, das war's schon. Okay, wir haben jetzt ein bisschen selber repariert. Dann zerlegen wir hier noch ein bisschen was. Zack, 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 zack. Langschwert. Körperschaden? Eisenklinge macht 18 Schaden, okay. Da können wir jetzt auswählen, ja. Das macht noch nicht. Das ist noch... Ah, okay. Alles klar. Ich hab das... Langsam versteht ihr das System dahinter. Langsam verstehe ich das System hinter
im Schmieden so richtig. Das heißt, wir suchen uns einfach gute Komponenten zusammen und bauen daraus unsere Waffe. Und hier ist anscheinend auch immer wieder Loot. Und immer wieder Pflanzen sind hier. Das ist nice. Oh, ein Gemmenschleifaltar haben wir jetzt. Oh, Leute. Okay. Bis auf eine Schmiede hätten wir hier alles. Und Schmiede haben wir hier so im Dorf. Achso, ich kann nichts herstellen, weil ich nichts habe, natürlich. So. Was mich aber stört, ist, dass ich hier in der Kiste wirklich nur Konsumgüter, dass ich hier keine anderen Sachen reinlagern kann. Aber das ist egal. Ich sollte vielleicht mal einen Punkt in Schmieden reinskillen. Wenn wir noch ein Level up haben, werde ich da mal einen Punkt in Schmieden reinskillen, damit wir die grünen Sachen auch mal zerlegen können. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Bauen, ja, doch, hier müssen wir rein. Und hier mal mit der Frau reden. Den Göttern sei Dank, jawohl. Ihr habt sie mir gebracht. Mein Lager war beinahe leer. Aber jetzt kann ich wieder für Nachschub sorgen. Bitte, nehmt diese hier. Ich werde schon in Kürze neue herstellen können. Alles klar. Habt ihr irgendwelche Trinkgeld? Das habe ich. Hier ist eine Flasche aus unserem Bestand. Ah, okay. Dann verkaufen wir hier aber trotzdem mal das Zeug. Ja gut, alles andere behalten wir. Sämtlichen Plunder verkaufen. Einen schönen Tag. Jetzt lass mich mal ganz kurz bei Rüstung gucken. Ich habe tatsächlich den Plunder verkauft. Oder nee, Inventar. Plunder, ja, habe ich immer noch drin. Shit. Mist, egal. Irgendwann werden wir schon mal einen Healer finden. So. Leute. Ja, ich habe keine aktive Quest. Die Legende von Toten Kell ins Licht. Hauptquest braucht man nicht. Interessiert mich nicht. Wir haben jetzt hier richtig viele Quests. Schloss. Und zwar die düstere Ernte. Wo müssen wir da hin? Da unten hin. Das ist gut. Dann können wir hier noch ein paar... Achso, das ist der Barton. Dann können wir nämlich hier noch ein paar Skelette mitnehmen. Oh, Leute. Ihr habt... Lasst mich dann nochmal ganz kurz. Gegenstände. Habt ihr ein Gewicht? Steht da ein Gewicht? Steht da ein Gewicht? Da steht kein Gewicht dran, leider. Das ist leider blöd, denn ich wüsste schon gern, wie viel so ein Gegenstand wiegt, den ich mit mir rumschleppe. Aber nun gut, ist ja jetzt nicht so tragisch. Also, das nächste Level werden wir mal in Dingens reinskillen. In Schmiedekunst. Und dann... ja, mal gucken. Komm her, du! Zack, zack. Oh, ich mach da richtig viel Schaden. Das gefällt mir. Mittel. Wie der mir abbricht. Das ist zum Kotzen. Mit dem Abbrechen. Was? Hauberke oder Hauberke des Peinigers? Okay.
macht natürlich... Ist das eine Lederrüstung? Blockeffizienz durch Bohrungsschaden, Blutungsschaden, Chance auf Lebensraub. Hexen des Nordens haben bluthungrige Seelen in diese Armee gebannt. Das ist eine schwere Rüstung. Da haben wir Blutungsschaden. Aber wir haben nichts, was Blutungsschaden macht. Ich weiß es nicht. Ja, dann lassen wir die an. Wir haben keinen Blutungsschaden. Das ist ein Problem. Dann müssen wir wieder nach unten. Wir haben nichts, was Blutungsschaden macht. Hätten wir irgendwas mit Blutungsschaden, dann würde das schon mehr Sinn geben. Zack, zack. So. Lederhandschuhe. 180 XP gibt das. Okay. Und ein neuer Stein. Der Dampf des Sommers aus dem Wald. Wie ein Läufer in der Nacht. Oder gehauchtes Flüstern aus den Lippen der Liebsten. Wir ergreifen diese schwebenden Bänder des Sommers und binden die Schönheit in unserem Werk. Das regt mich immer so ein bisschen auf, wenn nebenbei gerade ein Kampf oder sowas passiert. Das ist immer so ein bisschen lästig. AOE-Schaden. Cool. Können wir ein bisschen rumrotieren? So, schaffen wir die so? Geh nach unten. So. Ring des Eisenschilds. Ah, hier ist er. Da brauchen wir noch zwei Überreste, dann hätten wir die Quest auch. So, na komm. Ups. Nehmen wir hier mal die Abkürzung. Dort werden wir gleich wieder kämpfen, oder? Nee. So. Und da oben ist der Hof, oder? Jawohl. Okay, nee, warte mal hier bei Rüstung, oder? Da habe ich jetzt gerade irgendwas bekommen. Was ich jetzt mal kurz. Erhöht die EP, die du pro Kill erhältst, um 10%. Jetzt ist natürlich die Frage, ja. Wie lange hält dieser Trank? Nicht so lange. Okay. Shit. Da ist der Hof und da kämpfen wir jetzt auch. 10% mehr Erfahrung. Oh oh. Hier haben wir noch einen Stein, den hören wir uns natürlich erst an. Haben wir hier vielleicht noch zwei, drei Kämpfe? Haben wir hier noch einen Kampf? Nö. Okay, dann hören wir uns den Stein an. Schade, haben wir den Trank verbraucht, aber dann wissen wir wenigstens... Die Umarmung des Netzwaldes endet nie. Mit der Kraft der Leidenschaft umschlingt sie euch. Sanfte Stille. Ein ruhiger Moment. Schlaft in dieser Wiege eines milden, geheimen Orts.
Okay. Sekund hier. Macht unser Bogen bei weitem mehr Schaden. So, dann gehen wir mal rein. Klopp, klopp. Oh. Ich glaube, sie sind tot. Schädelknochen, ja. Das ist Plunder, oder? Ja, gut, das Bauernzeugs brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Nochmal den Schädel. Also die haben gut gespeist auf jeden Fall, die Spinnen. Das ist eine Menge Schädel. Langbogen des Tagesanbruchs. Und ein Messer. Tagesanbruch hatten wir auch ein Dolch, der so hieß. Schade. Da lebt leider nichts mehr. So, der letzte ist hier. Haben wir hier Weltkarte? Reisen wir hier schnell und holen erstmal in der Gebietskarte das letzte sterbende Dingsbums zurück, bevor wir die Quest abgeben. So. Letzte Ruhestätte, die Gebeine zur Ruhe betten. Machen wir da hinten. Machen wir das. Im Brunnen. So. Okay. So. Tja, wie erklären wir ihr das jetzt am besten? Und am schonendsten? Lady? Leider sind all deine Freunde, Familie ist leider... Warum belästigt ihr mich? Katharine. So, so. Der Retter kommt zu Katharine. Was wollt ihr? Ich habe diesen... Ach so. Jackie. Ihr habt was? Ich muss ihn dort gelassen haben, als ich vor diesen Spinnen geflohen bin. Diese verdammten Viecher waren einfach überall. Wie ich sehe, seid ihr nicht überzeugt. Also hat euch diese Tok-Göre angeheuert, um ein bisschen herumzuschnüffeln. Es war ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis ihr herausfindet, was ich mit ihren Eltern gemacht habe. Aber ihr habt es vorher herausgefunden. Durch reines Glück. Also lasst uns eine Vereinbarung treffen, in Ordnung? Sagen wir, eine schwere Geldbörse für euer Schweigen? Nein. Hm. Warum habt ihr sie getötet? Karovyn und ich haben vor Jahren an den Toren von Melsenshir gekämpft. Wir sind desertiert, bevor wir unsere zweite Schlacht erleben mussten. Als wir dann hierher kamen, lud sie mich ein, gemeinsam mit ihr, ihrem Gemahl Eimer und ihrer Tochter auf diesem Hof zu leben. Es war ein einfaches Leben und ich dankte den Göttern dafür. Dann entschieden sich Karovyn und Eimer in den Krieg zurückzukehren und mich mitzunehmen. Als sie darauf beharrten, nutzte ich die einzige Fähigkeit, die mich der Krieg je gelehrt hatte. Ihr bezahlt. Ach, wirklich? Der umherstreifende Held wird mich meiner gerechten Strafe zuführen? Das denke ich nicht. Ich habe bereits 2 Morde begangen. Und mit euch sind es dann eben 3. Endlich. Tja. Das war's mit dir. Und wie es weitergeht, ja, erfahren wir erst in der nächsten Folge, Leute. Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.
Tschüss.